Wir haben Winter 2010 und eigentlich wollten wir zum jetzigen Zeitpunkt uns einige tausend Kilometer weiter im Norden befinden, und zwar in Chukotka, mit den Fahrrädern auf den Weg zur Beringstraße und nach Alaska. Wir haben uns ja dafür extra neue Fahrräder von Rotor bauen lassen. Aber dann kam was dazwischen, und zwar unser Sohn Jakob. Und darum befinden wir uns jetzt in Kamtschatka, etwas südlicher als geplant. Wir machen trotzdem eine kleine Winterreise. Wir besuchen die Beringia, ein Hundeschlittenrennen in Nordkamtschatka von Esso nach Osora, über 950 Kilometer. Dann wollen wir einige Ausflüge ins Hinterland machen, zu Vulkanen in Kamtschatka, und unsere Familie hier besuchen und Jakob vorstellen. Die heißen Quellen von Esso. Wie lange werden Sie für die gesamte Strecke von 950 Kilometern brauchen? Ich weiß es nicht genau. Das kann von verschiedenen Faktoren abhängen. Es gibt Tagesetappen zwischen 80 und 90 Kilometer, aber auch bis 100 Kilometer. Welche Kleidung tragen Sie während des Rennens? Das hier ist Wildleder. Es besteht aus Rentierhaut. Wo übernachten Sie unterwegs? Im Schlitten. Wenn ich in den Dörfern Pause mache, dann schlafe ich natürlich in Hütten. Und wenn es dort keine Hütten gibt, dann muss ich in meinem Schlitten schlafen. Was benutzen Sie dann als Decke? Dafür habe ich einen Schlafsack. Womit füttern Sie Ihre Hunde unterwegs? Mit gefrorenem Fisch. Wird der Fisch irgendwie geliefert oder müssen Sie alles mitnehmen? Den bringt uns die Begleitung mit Schneemobilen. Aber wir haben trotzdem immer einen Notvorrat dabei. Rennen alle Schlitten zusammen oder getrennt? Nein, wir rennen alle in einer Gruppe. Wir starten in einem Abstand von 2 Minuten. Natürlich überholen einige und andere bleiben zurück. Aber nach jeder Etappe warten wir, bis alle angekommen sind. Auch wenn das bis zum nächsten Tag dauert, wir fahren erst weiter, wenn wir vollzählig sind. Es ist auch schon vorgekommen, dass ein Teilnehmer am nächsten Morgen und sogar am Tag darauf noch nicht da war. Trotzdem haben wir auf ihn gewartet. Zu Gast bei der Bergwacht am Avatscha-Vulkan. Слава начал плакать.